Moin Leute, was geht und Servus zu einem neuen Video. Ich mache mal wieder ein Quiz, dieses Mal teste ich mein Allgemeinwissen. Ich habe übrigens das letzte Kreuzworträtsel gesehen. Sorry Leute, ich muss, ich weiß, es ist so bescheuert. Gerade Aufnahme gestartet, was ist? Ich muss aufs Klo. Okay. So. Bin wieder da. Natürlich, für mich war, hat es das wirklich ein bisschen länger gedauert. Für euch war das nichts. So, dann würde ich mal sagen, testen wir mein Allgemeinwissen. Jetzt spielen. Wann ist Valentinstag? 14. Februar. Ja. Natürlich. Nächste Frage. Wie heißt ein berühmtes Bild von Edvard Munch? Die Stille, der Schrei, also das ist da wahrscheinlich der Schrei. Ja. In welchem Buch können wir sämtliche Karten der Erde finden? Englischbuch, Bibel, Reiseführer, Atlas. Es ist einfach. Was versteht man unter organisierter Kriminalität? Wenn die Polizei planmäßig eintrifft, wenn ein Täter am Tatort aufräumt, wenn Täter verpfiffen werden, wenn Straftaten planmäßig, wenn Straftaten planmäßig gegangen, begangen werden. Ja. Was solche Mafia zum Beispiel. Was sollte man im Auto nicht liegen lassen? Fahrzeugbrief, Bananenschale, Sonnenbrille, Landkarte. Ich glaube, der Fahrzeugbrief. Ja, okay, keine Ahnung, was es ist. Ich habe kein Auto. Horizontales Gewerbe bedeutet. Ja. Es ist das zweite von unten. Ich darf es halt nicht sagen. Wo werden traditionell Perser-Teppiche geknüpft? In Australien, in Iran, in den USA, im Kongo. So. Das Pers, also Persien, so, ne? Natürlich, es ist der Iran wegen persisches Golf. Das heißt nämlich dort das Landbecken. Was ist Memphis? Tiergehege, Stadt in Tennessee, Kürbisgewächswarnungsruf. Ich würde sagen, Stadt in Tennessee, denn es ist richtig. Was kann man zum Lösen festgerosteter Schrauben verwenden? Schleichkerosin, Kriechöl, Trödelbenzin, Bummeldiesel? Ach, Kriechöl. Jo, woher soll ich das wissen? Wer oder was sind Bila, Enke und Halle Bob? Kometen, Fidschi-Inseln, US-Präsidenten? Komm, Fidschi-Inseln, Kometen. Bruder. Wie werden die japanischen Comics genannt? Manga. Was messen Meteorologen unter anderem? Die Erdanziehungskraft, die Zeit, die Sonneneinstrahlung. Wer verhüllte den Deutschen Reichstag? Messias, Jesus, Christo, Gotto. Oh, das war ja damals, ne? Das war, glaube ich, vor meiner Zeit ungefähr. Oder irgendwie, ja, nee, keine Ahnung. Wann war das? Also, ich habe es zumindest nicht mitbekommen, sagen wir es mal so. Daher weiß ich es nicht. Also, ein Messias, glaube ich nicht. Jesus Christo? Oh, geil. Ganz im Ernst, weil Gotto klingt blöd. Jesus so, also Christo klingt. Ja, weiß vielleicht jemand, der Christian heißt und deshalb Christo. Ne, keine Ahnung. Was ist ein Orakel? Weissagung der Götter, wertvoller Diamant, seltenes Metall, Fossil, das obere. Von welchen Franzosen rührt das Wort Sadismus her? Junge, kenne ich alle nicht. Keine Ahnung. Okay. Was ist Luxor? Ein Flugzeug in GTA 5.
Ägyptische Stadt am Nil, sibirische Wildkatzenart, ein chemisches Element, Halbedelstein. Das ist doch ganz einfach. Es gibt doch in Las Vegas ein Casino und Hotel, oder ein Hotel, keine Ahnung, das Luxor heißt. Und dieses sieht aus wie eine Pyramide. Also, und es stimmt auch noch. Nice! Ja, könnt ihr mal, ja. Pff, komm, wer weiß, vielleicht erstelle ich es irgendwann, vielleicht mache ich es irgendwann immer im Thumbnail hinein, wenn ich irgendwann eine erstellen werde. Irgendwann safe nur. Okay. Was sind Eingeweide? Organe. Wenn, übrigens, ich mache das so lange, bis ich hier alles durch habe. Also, ja. Wenn eine ganze Reihe von Menschen vor einem wartet, bedient zu werden, steht man an der Schlange. Was ist Teil eines Informatikstudiums? Mathematik, Medizin, Biologie, Forstwirtschaft, Informatik, Mathematik? Oh. Habe ich nie, ich habe nie studiert. 17 und 4 gehört zu den Kartenspielen? Okay. Was ist ein Tweeter? Schiffssirene, Stadionsprecher, Singvogel, Lautsprecher. Hey, ich dachte wegen dem Twitter-Logo und Tweeten. In welcher Wissenschaft wird der Positivismusstreit geführt? Literaturwissenschaft, Sozialwissenschaft, Physik? Sozialwissenschaften. Och. Okay, ich bin gleich safe raus. Was bezeichnet man mit Genderwaage Gap? Unterschiede im Verarbeiten von Scheidungen? Ach komm. Da war ich schon mal gehört. In welchem Land erscheint das Nachrichtenmagazin Profil? Jetzt bin ich stimmt raus. Österreich, Schweiz. Schweiz? Es war Österreich und sie haben 90 Fragen. Sie haben 19 Fragen richtig beantwortet. Sie sind besser als 19% aller Spieler. Das heißt, ich bin ein kompletter Idiot, der gar nichts kann. Und super. Danke, dass ihr mir das so ins Gesicht sagt. Naja, also, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen soll, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.